Jetzt. Leute, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Jetzt nicht mehr komischer Livestream-Wiederholung, sondern wir nehmen tatsächlich gerade auf, mit dabei der Dennis. Oh ja. Wie Hallo. Üblich, und wir spielen Namalsk. Und wir haben wieder mit Splitscreen, und ich habe schon direkt geile Zombies angelockt, was ich überhaupt nicht wollte. Namalsk ist wieder so eine Custom-Map von Arma 2, die halt auch auf DayZ umgemünzt wurde. Und wir finden die Map ganz cool. Solltet ihr mal im Internet nach Namalsk Map suchen, dann findet ihr die auch. Und da werdet ihr dann sehen, dass ich gespawnt bin bei Nemsk Factory. Das ist auf der rechten Insel nördlich. Und Dennis ist gespawnt bei Wakuta Outskirts. Das ist direkt unter der Hauptstadt Wakuta oder Wakuta? Ich weiß nicht, ob das kurz oder etwas länger spricht. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat Dennis schon mal den geileren Spawn eigentlich erwischt. Und da wir so weit auseinander sind, haben wir uns dazu entschieden, auf jeden Fall, bis wir uns gefunden haben, Splitscreen zu machen. Jo. Weil sobald wir uns gefunden haben, ist es eigentlich nicht mehr ganz so nötig. Weil es halt auch recht aufwendig ist. Aber so lange, auf jeden Fall. Alter, sind hier viele Zombies. Gib mir die Headshot, gib mir die Headshot, gib mir die Headshot, gib mir die Headshot, gib mir die... Renn! Die Map ist ganz cool, insofern die ist sehr viel kleiner als Chernaros. Und es gibt hier sau viele rote Punkte auf der Map. Jetzt nicht da, wo ich bin, aber da, wo Dennis ist beispielsweise. Da, wo und ich es bin, gibt eigentlich nur einen großen Punkt, wo man sich mit Essen und so ausstatten kann. Das heißt, hier geht es echt nicht darum, eine geile Waffe zu finden. Ich glaube, das wird deutlich einfacher sein, als sich einfach am Leben zu halten. Also wirklich Survival-Aspekt des Spiels nochmal ein bisschen nach vorne bringen. Das finde ich jetzt ja ziemlich fit. Weil erstmal was komplett, also obwohl DayZ schon ziemlich vielfältig ist, Entschuldigung, ein bisschen erkältet, finde ich halt diesen Effekt ziemlich cool, weil halt in DayZ, in der normalen Map geht es halt wirklich nur darum, wer findet die geilere Waffe. Und hier geht es halt darum, Alter, wer schafft es am Leben zu bleiben, weil er was zu fressen hat. Richtig. Ich denke mal, Wakuta, ohne, da sind eigentlich kaum, da sind kaum rote Punkte, aber ich glaube, das wird hier die Stadt sein, in der am meisten abgeht. Die Frage ist, ob ich überhaupt lebend bis da kommen werde. Das wird sich zeigen. Vor allem, weil ich hier schon, ich höre schon Tote. Okay. Ja, ich habe erst noch nicht die perfekte Kombination. Als Peter von sagte, wir mögen die Map, hat er dann für sich gesprochen. Ich habe die nämlich noch nie gespielt. Stimmt, ich kann gar nicht für Dennis reden, was das angeht, ja. Ich habe die auch nur im Livestream bisher gespielt, und apropos dazu noch eine kleine Sache, kam ja nicht ganz so gut an, das nochmal zu veröffentlichen, beziehungsweise ein paar von euch fanden das nicht allzu geil, was glaube ich auch noch zum Großteil daran lag, dass der Livestream noch nicht ganz optimal war, also wir hatten da recht viele Durchhänger. Also falls wir nochmal Livestreams nach dem Stream veröffentlichen werden, dann versuchen wir das etwas angenehmer für euch zu gestalten. Also Entschuldigung dafür. Ist gar nichts drauf. Warum ist eine Militärbasis? Eine Militärbasis kann natürlich auch nicht allzu schlecht sein, oder kann auch gut sein. Ja, was mich ein bisschen extra verwirrt hat, ist, als die Zombies hier gespawnt sind, sind die in meine Richtung gelaufen. Das hat irgendwie das Gefühl, dass da jemand gespawnt ist oder auch jemand drauf gelaufen ist und der quasi für den gespawnt ist. Könnte natürlich sein. Und das ist verstanden, was ich gemeint habe. Ja. Also für alle, die es auch nicht wissen, nach über 200 Folgen, wenn Zombies spawnen, dann laufen die halt immer in die Richtung des Spielers, der die hat spawnen lassen. Ja, nicht alle, aber so, einige. Ja, genau, so durchschnittlich orientieren die sich in der Richtung dann. Zumindest war das so. Wir haben vor dem Livestream hatten wir noch recht alte Aufnahmen, weil Dennis war ja 2 Wochen in Urlaub, das ist jetzt die erste Aufnahme, wo Dennis zurück ist. Und es gab mittlerweile einen neuen Patch. Und Alt-F4 funktioniert beispielsweise nicht mehr. Also das können die Leute schon mal schön knicken. Einfach mit Alt-F4 rauszutabben. Außerdem kann man sich nicht ausloggen, während man im Kampf ist. Dafür der neue In-Combat-Mode da oben. Jedes Mal, wenn man einen Schuss abgibt, ist man 30 Sekunden lang im Combat-Modus. Alter, du dreckiges Stück Zombie-Scheiße. Ich will jetzt nicht anfangen zu bluten. So. Man kann sich nicht ausloggen. Außerdem müsste es eigentlich sein, dass der Debug-Mode gefixt ist. Das möchte ich mal kurz ausprobieren. Das fehlt gerade nicht.
Oh, ich habe hier keine Waffe. Aber Moment, der Debug-Mode ist ausschließlich in Combat. Interessant. Wir haben ihn komplett rausgenommen mittlerweile. Oh Gott, keine Waffe, keine Waffe. Ich bin auf der reinen Militärmarke und das hat natürlich keine Waffe. Oh, bitte nicht bluten. Oh. Na gut. Immerhin hat man hier die Möglichkeit, die Zombies auch abzuhängen. Das auf jeden Fall. Alter, wie viele Zombies hier in den komischen Jägerstand gespawnt sind. Gespawnt. Fick dich. Nein, Empty Soda Can. Ich will eigentlich nur die Zombies töten, weil ich die Hoffnung habe, dass die was zu essen dabei haben. Aber am Arsch. Da bin ich runtergefallen. Bist du tot? Nee. Interessant, ich frag mich echt ab, wann man in Combat ist. Also mich verfolgt zum Beispiel ein Zombie, aber das scheint nicht als in Combat angesehen zu werden. Du bist in Combat ab dem Moment, wo du einen Schuss absetzt oder zuschlägst, also die linke Maustaste mit einer Waffe drückst. Okay. Alter, wie schnell mich die Zombies hier checken. Wobei, ich bin auch gerade relativ unvorsichtig, muss man... Na, alter Vater, ich fange mit Sicherheit gleich an zu bluten, da bin ich voll im Sack. Nein, nicht rennen! Die ist doppelt weh, das passiert mir auch irgendwie viel zu oft. Alter, die Axt ist so behindert manchmal. Oh, ja. Alter, du fucking Zombie. Alter, du willst mich nicht abschießen da vorne, oder? Don't shoot. What? Ich verstehe dich nicht mit deinem russen Quatsch da. Jetzt wird aber echt gut, dass die Zombies einen wirklich nur... Oh Gott! Da redet man gerade davon. Lol, das war ein Bug. Lol, das ist ein Scherz. Jetzt hat er mich garantiert gesehen, weil ich... Ne, doch nicht, ich sprang gerade. Alter, da habe ich einen Zombie gehabt, der teleportiert sich einen Meter nach vorne. Ich dachte, jetzt hat er mich gesehen. Und da hat er mich nicht gesehen. Und dann bin ich extra aufgesprungen und weggerannt. Jetzt hat er mich umgeschossen! Was ein Spacko! Ist, weißt du, ob Forkuta auch so eine Murmel hat, wie Stravisoba die hatte? Nee, keine Ahnung. Ich war noch nie in Forkuta. Ich bin noch nie über die rechte Insel hinausgekommen. Ich bin da immer gespawnt. Okay. Die paar Minuten, die ich spielen konnte schon. Boah, was ein Spacko, ey. Entschuldigung. Ja, kaum aus der warmen Türkei wieder im kalten Deutschland schon erkältet. Ja, komischerweise habe ich das echt gesagt, genau seitdem ich aus dem Flieger ausgestiegen bin. Aber ich glaube eher, dass es am Flug lag. Also... Ich hasse Fliegen. Nepian Chemical Factory. Alter, wie schnell ich spawne, ist gerade ziemlich awesome. Wo ist die denn? Sebian, da ist Chemical Factory. Einfach nach Norden. Ich glaube, ich bin nach Jalowoski gelaufen. Aus Versehen. Jalowisko? Ja. Genau, Jalowisko. Scheiße, ey. Man kommt natürlich davon, wenn man nicht weiß, wo Norden ist. Ah, richtig. Weil hier sind halt einige Farmgebäude. Und das wird halt nämlich damit passen. Wieso sind denn hier so viele Ruskis auf dem Server? Weiß ich nicht. In Ordnung. Ich kann die nicht verstehen. Wieso können die nicht Englisch reden? Wie jeder andere aus. Außer Franzosen vielleicht. Ja, eine Hatchet. Denn es hat eine Waffe gefunden. Ah, Hatchet hatte ich auch schon. Dann wurde ich weggeballert. Jetzt nimm sie auf, du Wichser. Oh, davon liegt auch eine Waffe. Ja, Leute, noch eine Headshot. Los, take Headshot. Okay, Chemical Factory sieht noch ganz okay aus. Eigentlich muss ich mal mit dir zumindest WarZ mal ausprobieren. Ich würde auch gerne mal deine Meinung dazu hören. Lol, boah, bin ich ein Fucklacker. Frank and Beans.
Nice. Ja, das können wir auch mal machen, natürlich. Warum nicht? Vielleicht schon heute Abend. Vielleicht schon heute Abend, ja. Oh, jetzt kommen da die ganzen Zombies rausgehoppelt. Okay, das heißt wohl, niemand ist hier in der Deception Factory. Oder hier ist gerade... Alter Vater! Das ist voll... Voll? Alles voll? Wo pilgern die denn? Hier sind voll die Zombie-Christen. Ich glaube, die gehen jetzt irgendwo hin und beten. Alle in Reihe und Glied. Gut, haben wir unser Trinken gefunden. Noch einer. Oh Gott. Jetzt die Frage, einer dreht schon um. Shotgun. Mit einem Schuss statt einer Headshot, oder lass ich die direkt hier liegen. Alter, die haben mich schon gesehen. Wie schnell sind denn die Zombies aktuell denn in der Sie, bitte? Ich fand ehrlich gesagt gar nicht so gut. Alter, jetzt habe ich mich ja auch noch eingesperrt. Ey, ich war am Crouchen einfach nur. Na, ich hätte mich nicht bewegen dürfen wahrscheinlich. Ja, ich fand das die ganze Zeit noch ziemlich cool, dass man in der Sie, wenn man sich nicht bewegt hat, gar nicht gesehen wurde. Ja. Ich fürchte, ich werde sterben. Das ist natürlich schade. Das ja, ist so da habt ihr nichts bei mir zu gucken. Ich meine, Peter, der Noob stirbt schon das zweite Mal gleich hier. Fuck you. Ja doch, wenn ich so auf die Map gucke, der müsste... Dahinter müsste Wokuta liegen. Hoffentlich ist das jetzt richtig. Ich glaube, jetzt voll... Ich konnte mich auf ein Häuserdach retten. Das ist keine besonders gute Situation, in der ich mich hier gerade befinde. Das ist viel zu viele Zombies dafür, dass ich hier gerade nicht allzu viel geiles Loot gesehen habe. Finde ich in Ordnung. Ja, sicher hat der mich gesehen. Wollt ihr mich verarschen? Du! Renn. Oh. Rolle, Rotze! Können die hier drauf? Oh Gott, scheiße. Ah, ich kann auch an dieser Stelle einfach mal noch einen Querverweis machen. Und zwar, wir haben wieder einige Folgen LOL aufgenommen, nach Betteln von euch. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber wann kommen die denn? Die erste kommt, also, wenn die Daisy-Folge online morgen, wa? Nee, die geht... lass mich kurz überlegen. Übermorgen online. Übermorgen. Okay, dann gestern kam die erste Folge. Hello. Hey, down here. Ah. Hi, yeah. Hey, can you point me in the right way to civilization? One second, I have to make you some louder. Ich muss den lauter machen, damit ich den besser höre, wenn der vor mir steht, mit Direct Communication. Bei Audio VON. Ne, ich höre den, das ist bei mir ganz aus, trotzdem höre ich den, aber der ist halt leise. Soll ich? Dann weiß ich auch nicht. Ich dachte immer, das wäre VON gewesen. So, Test, hey. Ah, okay, one second, I had to adjust it now, one time more. Voll komisch, wenn nämlich VON ist es nicht. Da könnte es Effekte sein? Oder Radio? Okay, one more time test. Can you sense something? Perfect. Yeah. Now you're allowed. Can you hear me better? It's radio. Yeah, perfect. Okay, where's the nearest town to here? Yeah, this is a good question. It's the first time I spiele. I play this map. This is a good question. You have no idea where you are. Yes, genau, that's correct. I want to go to Wokuta, but I have no idea. But I came from Jello Visco. Okay. So right. This direction is Jello Visco, but there's nothing. Just a few farm houses. I get one hatchet, one frickin' beans, and one coke. Warum kommt ihr nicht auch noch hier, Kack-Zombies? Yeah, now I won't run this direction. I hope it's the right one, but I think I turned the wrong way. Is where do you spawn? Do you know? This is Nemsk. Oh,
Holy shit. Because I